The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Auf den Glaubensabfall folgt der nationale Ruin. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Die Bewohner der Vereinigten Staaten waren ein begünstigtes Volk. Wenn sie aber die Religionsfreiheit einschränken, den Protestantismus aufgeben und das Papsttum unterstützen, wird das Maß ihrer Schuld voll sein. In den Büchern des Himmels wird das als nationaler Glaubensabfall verzeichnet werden. Das Ergebnis dieses Abfalls wird der nationale Ruin sein. Durch das Dekret zur Durchsetzung der päpstlichen Einrichtung, durch das Gottesgesetz übertreten wird, wird sich unsere Nation, die Vereinigten Staaten, ganz von der Gerechtigkeit lösen. Wenn der Protestantismus die Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund langt zum Handschlag mit dem Spiritismus, wenn unser Land unter dem Einfluss dieses dreifachen Bundes jeden Grundsatz seiner Verfassung als eine protestantische und republikanische Regierung verwirft und dafür sorgt, dass päpstliche Irrlehren und Lügen verbreitet werden, dann können wir wissen, dass die Zeit für Satans übernatürliches Wirken gekommen und das Ende nahe ist. Durch den Spiritismus erscheint Satan als Wohltäter der Menschheit. Er heilt die Krankheiten der Leute und behauptet, ein neues und erhabeneres System religiösen Glaubens vorzubringen. Doch er arbeitet gleichzeitig als Zerstörer. Während er den Menschenkindern als großer Arzt erscheint, der alle ihre Krankheiten heilen kann, wird er Krankheit und Katastrophen verursachen, bis dicht bevölkerte Großstädte zu Ruinen und Wüsten geworden sind. Dann wird der große Betrüger die Menschen davon überzeugen, dass dieses Urteil von denen, die Gott dienen, verursacht wurde. Wenn sich die Menschen immer weiter von Gott entfernen, wird es Satan gestattet werden, seine Macht über die Kinder des Ungehorsams auszuüben. Er wirft Vernichtung unter die Menschen. Es gibt Unglücke auf dem Land und auf dem Meer. Durch Brände und Überschwemmungen werden Sachwerte vernichtet und Menschen getötet. Satan beschließt, dies denen anzulasten, die sich seinem aufgestellten Götzen nicht beugen wollen. Seine Agenten weisen auf die Siebenten-Tags-Adventisten hin als Ursache dieser Schwierigkeiten. Diese Leute trotzen dem Gesetz, sagen sie. Sie entweihen den Sonntag. Würden sie gezwungen, dem Sonntagsgesetz zu gehorchen, dann würden diese furchtbaren Gerichte aufhören. The Lord is coming. Are you ready?